So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zur vierten Folge der FIFA 17 Karriere mit dem VfB Stuttgart. Und ihr seht schon oben im Titel, heute, da starten wir also die Mission Wiederaufstieg. Heute geht's los, heute wollen wir die ersten drei Punkte einfahren, das Ganze zu Hause am ersten Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga gegen Arminia Bielefeld. Ich denke, einen Start, der uns ganz gut entgegenkommt, Bielefeld, sollten wir auf jeden Fall nicht unterschätzen, aber auf jeden Fall sollten wir auch wiederum da drei Punkte einfahren. Noch dazu zu Hause, wenn wir wirklich aufsteigen wollen. Und das wollen wir alle. Dementsprechend Pflichtsieg heute am Start. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Bevor wir das ganze Spiel allerdings jetzt gleich spielen werden, ne, noch ein paar kleine Infos. Vier Punkte habe ich mir aufgeschrieben, über die ich nochmal quatschen wollte. Zwei davon machen wir jetzt und zwei davon machen wir nach dem Bielefeld-Spiel. Sonst quatsche ich wieder 20 Minuten und es passiert nichts, mehr oder weniger. Ihr kennt mich. Dementsprechend gehen wir das an. Wenn es euch heute wieder gefällt, lasst ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Vielen lieben Dank auch für euren ganzen Support in den letzten Folgen. Das scheint ganz gut anzukommen, was wir da mit dem VfB anstellen. Auch was die Pressekonferenzen angeht. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe es im letzten Part oder vorletzten Part schon angesprochen. Ich werde die häufiger bringen, allerdings nicht in jeder Folge. Sonst ist das ein bisschen ausgelutscht mit der Zeit. Aber wenn immer mal wieder was ansteht, was interessant ist, dann gibt es da natürlich auch eine ganz offizielle, grandiose Pressekonferenz. Das dazu. Bevor wir das Ganze angehen, zwei Geschichten gibt's. Eine davon habe ich gerade schon geändert, nämlich zum einen die Trikotnummer vom guten Stefaniak. Es gab viele Vorschläge, die 7, die 23, die 26, 24 und so weiter und so fort. Ich habe mich am Ende für die 34 entschieden, kam sehr, sehr häufig vor. Ex-Nummer von Stefaniak bei Dynamo Dresdner. Ja, er hat halt die 34. Ist jetzt, glaube ich, kein großes Thema. Geben wir ihm es also mit. Was noch relativ lustig ist, der gute Hosogai hat die 7, weil er da gemeint hat, vielleicht mal dem Stefaniak die 7 geben, Hosogai tauschen. Aber wer sieht schon einen ZDM mit der 7? Das müssen wir behalten. Der gute Hosogai darf seine Nummer behalten. Und wie gesagt, Stefaniak mit der 34. Das ist Thema Nummer 1. Und Thema Nummer 2, was ihr mir geschrieben habt. Und zwar, Schlappi, es gibt da so einen Spieler beim VfB Stuttgart, den die Stuttgarter Fans nicht so ganz so unbedingt mögen. Der schon ein bisschen ins Alter gekommen ist. Und den man vielleicht nochmal verkaufen könnte, nochmal ein bisschen Kohle mitnehmen könnte. Rechtsverteidiger ist gemeint, nämlich der gute Klein, über den wir schon gequatscht haben. Vertrag läuft aus. Dementsprechend eine sehr, sehr gute Idee. Großkreuz wird dann natürlich, denke ich mal, Stamm spielen weiterhin bei uns. Und dann werden wir gucken, dass wir vielleicht nochmal einen, ja, entweder wir holen uns wirklich nochmal einen jungen Mann. Weil wenn wir Klein verkaufen, haben wir nur einen Rechtsverteidiger, einen Linksverteidiger und mit Pavard halt einen, der auf beiden Seiten alternativ spielen kann. Aber da wäre vielleicht nochmal eine ganz coole Idee, wenn man sich da vielleicht nochmal jemanden holt, einen etwas jüngeren. Der einfach, was weiß ich, eine 65 bis 68 hat oder so, den man dann einfach mal reinschmeißen kann, sollte sich ein Großkreuz verletzen. Wir müssen ja auch nicht großartig rotieren. Ich meine, wir spielen Liga 2, haben den Pokal und das war's. Wir haben ja keine anderen Belastungen. Dementsprechend, da ist alles gut. Aber ist, huch, durchaus eine Option. Dementsprechend werde ich den Kollegen mal auf die Transferliste setzen, ne? Und dann schauen wir mal, wer für Florian Klein aufmerksam wird und wer Bock auf den Kerl hat. Werden wir mal schauen. Die zwei anderen Themen, über die ich noch quatschen wollte, war übrigens Jugendabteilung machen wir und Scouting. Da habt ihr mir nochmal den Vorschlag geschrieben. Werden wir alles angehen, aber jetzt gehen wir erstmal rein ins Spiel gegen Bielefeld. Ich glaube auch direkt mit der Mannschaft. Stefaniak bleibt trotzdem erstmal auf der Bank, neu dazugekommen. Werner immer noch mit einer 72 ein bisschen besser. Stefaniak wird natürlich seine Einsätze bekommen, um Gottes Willen. Aber da werden wir das Ganze erstmal so angehen. Baumgartl, Großkreuz, Mané, Terodde vorne habt ihr euch ja gewünscht. Im Vergleich zu Ginczek, der ja noch angeschlagen ist, der jetzt dann erst wieder dazukommt. Und wir gucken nochmal ganz kurz rein, ob die Bank soweit einigermaßen passt. Brekalo nehme ich mal mit. Asano, den wir ja als Stürmer sehen. Dann haben wir Brekalo auf Flügel, Grigic, Hosogai und... Oh, da haben wir nur Defensive. Da sollten wir vielleicht noch einen Özcan mitnehmen. Statt einem Grigic, Freunde. Das müsste, glaube ich, ganz gut passen. Ja. So werden wir das Ganze angehen. Erster Spieltag in der Fußball... Bundesliga Nummer 2. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Vor allem bin ich auch mal gespannt, wie ich das Ganze jetzt kommentieren werde. Ich habe ja jetzt schon seit Ewigen nicht mehr Spiele live kommentiert. In diesem Fall, wie wir es so machen. Nicht so Foot Champions-mäßig im Livestream. Oh, ah, sondern jetzt so richtig. Werden wir mal sehen, wie Schlappi das noch kann. Wir in Weiß. Bielefeld in Blau. Ich denke, das geht in Ordnung. Mercedes-Benz Arena passt da so gerade noch oben hin. Und dann ist der Schiedsrichter auch noch einer mit drei Namen. Ansgar von Hauenstein. Überragend. Ich meine gerade, wir haben irgendwas verpeilt. Ich zeige euch nochmal ganz kurz die Einstellungen.
5 Minuten Legende, Standardball, Tageszeit, das passt. Die ganzen Geschichten hier vom Gameplay sind jetzt auch mal alle ausgeglichen auf 50-50. Falls das irgendwie zu leicht, zu schwierig, was auch immer sein sollte, dann werden wir das Ganze natürlich auch nochmal angehen. Können das natürlich auch nochmal verändern. Aber wir gehen es jetzt erstmal standardmäßig an im 4-1-4-1. Auf das ich auch mal sehr, sehr, sehr gespannt bin, weil es eine Formation ist, die ich noch nie gespielt habe, glaube ich. Also echt nie in FIFA. Weder in der Karriere noch irgendwo Ultimate Team oder sonst was. Sind wir mal gespannt und das Spiel hat sich scheinbar jetzt irgendwie vielleicht aufgehangen. Nee, aber auch nicht schlecht. So, Alexandru Maxim, auf den bin ich auch ziemlich gespannt, wie der sich spielen lässt. Flanke war schon mal miserabel. Vielleicht spielt er doch nicht von Beginn an. Schauen wir nochmal. Alter, bin ich zu blöd zu flanken? Okay, wir sollten noch eine Flanke auf den Mann bringen, fürs gute Gefühl. Ich glaube, wir sollen hier was anderes machen. Kann sein, dass wir irgendwas anderes machen sollen? Müssen wir hier vielleicht hier reinlaufen? Nee. Hä? Okay, ich bin zu blöd. Lass uns reingehen, Jungs. Erster Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ausverkaufte Hütte in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart. Wir gegen die Arminia aus Bielefeld. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Die Bielefelder, die natürlich irgendwie versuchen wollen, einen Punkt hier vielleicht mitzunehmen. Oder sogar drei. Aber ich glaube, wir sind der ganz, ganz klare Favorit. Wollen das hier heute für uns entscheiden und wollen hier ganz klar die ersten Pünktchen mitnehmen. Wir haben schon mal drüber gequatscht. Der Saisonstart, was die Gegner angeht, ist, glaube ich, ganz gut. Da haben wir ein paar Mannschaften, gegen die wir auf jeden Fall gewinnen müssen. Das hätte ein durchaus schwieriger Saisonstart sein können, ohne jetzt irgendwie arrogant klingen zu wollen. Aber gegen die Mannschaften, gegen die wir da am Anfang spielen, müssen wir auch wirklich die Punkte einfahren. Sonst wird das am Ende nichts mit dem Aufstieg. Dementsprechend sind wir mal alle sehr gespannt. Das dürfte Gentner sein, oder? Unser Capitano, der Mann auf der 8, beziehungsweise mittlerweile auf der 6. Ofordi und Maximia vor ihm. Wir gucken mal rein, da haben wir nochmal die Aufstellung. Lengerek im Kasten, bin ich auch mal gespannt, was der Kollege da hinten reißt. Pavard, unser Defensive Allrounder. Werner links, Mani rechts. Vorne der Rodde, der mal so richtig Gas geben darf nach seiner super Saison beim VfL Bochum. Jetzt bei uns unter Vertrag und jetzt hoffentlich mit weiteren geilen und vor allem vielen Toren, die er da erzielen darf. Wir gucken gleich rein. Bielefeld mit vielleicht dem Neuzugang, ich weiß es nicht. Wir müssen auch uns allgemein nochmal die Neuzugänge anschauen. Was sich da getan hat im Fußball, Özil ja beim FC Barcelona, das haben wir noch mitbekommen. Aber ja, wir spielen nicht gegen Barca. Wir spielen gegen Dick, Hesel, Klos und Co. Ulm am Start, Hemlein, Schütz, Jabo, Schuppan, der Burner, der Behrendt, der Nöte. Ja, einige Spieler am Start. Der Spielmacher hat die 5. Freunde, ich bin gespannt. Also, erster Spieltag, gehen wir es an. Stuttgart gegen Bielefeld. Wir legen los, wir geben Vollgas. Ich werde, glaube ich, auch standardmäßig immer mal mit hoher Druck spielen. Ich bin nur am Überlegen, ob wir gleich auch auf Offensiv starten sollen. Und wie gesagt, nimmt das heute vielleicht noch nicht so unbedingt als Beispiel. Oder lasst uns einfach mal reinkommen ins Spiel. Sagen wir es mal so. Das ist mein erstes Spiel gegen die CPU seit der letzten Karrierefolge. Seit 120 Tagen oder was wir da neulich mal angesprochen haben. Heißt, es kann ganz gut sein, dass ich da noch ein bisschen brauche, bis ich da wieder das Spielen gegen die CPU gelernt habe. Allerdings sieht das erstmal gut aus. Der Rodde bleibt allerdings an Behrendt hängen. Erster kleiner Vorstoß. Bielefeld, denke ich mal, heute bedacht, einige Male zu kontern. Maxim jetzt mit einer guten Übersicht. Gut rübergelegt auf Werner. Mal gucken. Stefaniak, den wir jetzt sicherlich auch nochmal einwechseln wollen. Dem hat auch nochmal die ein oder andere Chance bieten wollen, sich zu präsentieren. Neuzugang von Dynamo Dresden, bis dato unser teuerster. Wie gesagt, mal gucken, vielleicht sind wir noch auf der Suche nach dem einen oder anderen. Bisschen was wollen wir uns erstens für den Winter aufheben, falls wir da nochmal irgendwie Bedarf haben, falls sich irgendeiner verletzt, dass wir da nochmal ein bisschen Euro haben, um neue Spieler verpflichten zu können. Und zum anderen natürlich auch ganz, ganz wichtig, weiterhin die Jugend stärken. Weiterhin da ein bisschen auf die Jugendarbeit gehen und noch das ein oder andere Camp bauen, um da letztendlich für die Zukunft auch gut gerüstet zu sein. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal. 12 Minuten gespielt. Terodde über die Seite. Da ist Mané. Mané will Terodde spielen. Der hat bisher ganz gute Laufwege gemacht. So viel können wir schon mal feststellen. Ist ja auch die allererste Partie, die wir hier mit der Truppe mehr oder weniger spielen. Zweimal da jetzt schon ganz gut reingelaufen. Alexandru Maxim schön hochgelegt. Da ist Ofori. Ofori! Abgefälschtes Ding. Der erste Schuss in dieser Saison. 16 Minuten waren auf der Uhr. Wir gucken mal. Terodde vielleicht da vorne direkt mal anspielen. Das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus. Ecke war dann aber doch nicht so ganz so gut. Gibt nur den Einwurf. Da war ich. Sag mal, die blenden mich ganz schön oft ein. Was ist denn los? Zum dritten Mal jetzt schon Schlappi hier im Bild. Unfassbar.
Schöner Ball, Gentner. Abgelegt. Ofori wieder. Hier ist Latin. Also Ofori sorgt für kräftiger Lärm. Hat ja eine super Vorbereitung gespielt in seinen drei Spielen, die er, glaube ich, gemacht hat. Im Cup 4 Buden erzielt. Das als ZM. Und wir haben es auch angesprochen, nicht mal als der offensive ZM, sondern als der Achter sozusagen in unserem Dreier-Mittelfeld. Neben Maxim und eben Gentner. Hat er ordentlich gemacht. Was war das denn? Ich dachte mir, okay, komm, den spielst du mal entspannt mit dem Kopf zurück. Und dann kann er den in die Hand nehmen. Pussekuchen, der passt den da auch zurück. Auch nicht schlecht. Kuriose Situation. Gerade mal hier nach 23 Minuten. Eine Passgenauigkeit von 95%, die wir da an den Tag legen. Das ist Wahnsinn. Aber es springt halt leider noch keine Chance bei rum. Und dementsprechend ist das alles nur Luft, Freunde. Das bringt uns überhaupt nichts. Ofori versucht es im Dribbling. Hat den Ball noch. Vielleicht jetzt mal der Doppelpass. Gentner, Maxim, nicht Terodde. Maxim konnte sich nicht durchsetzen. Freistoß wäre dann natürlich auch mal stark. Maxim, das ist sicherlich auch einer, der das nicht unbedingt schlecht kann. Werner, schlechte Aktion. Verliert da ganz, ganz blöd den Ball. Bielefeld wieder mit der Möglichkeit, eventuell hier schnell umzuschalten. Abseitsposition. Ball wieder bei uns. Also Bielefeld findet hier in den ersten 30 Minuten überhaupt nicht statt. Wir sind die klar bessere Mannschaft. Wie sagt man so schön? Optisch überlegen. Ohne großartig leider Chancen bislang rauszuspielen. Das ist noch ein Manko. Ofori zweimal mit Möglichkeiten. Und das erste Tor hier und heute an diesem Tag ist gefallen. Das zweite, Hannover gegen den KSC, ein 1:1. Die beiden, die ja, ich glaube, gestern aus eurer Sicht, beziehungsweise auch aus meiner, am Samstag gegeneinander gespielt haben beim 2:0 des KSC. Jetzt mal hier in Real Life. Aber wir sind ja hier in FIFA und nicht im Real Life. Burner. Viertelstunde noch in Durchgang 1. Schupan, wir kommen nicht in den Zweikampf. Ball nach oben gelegt. Bielefeld versucht jetzt mal so ein klein wenig irgendwie Ballbesitz aufzubauen. Irgendwie das Spiel zu beruhigen und irgendwie auch mal ein bisschen teilhaben zu können an der Partie. Und dann war das ein super Zweikampf von Insua. Da ist Maxim. So, jetzt müssen wir mal schnell umschalten. Da ist der Ball, der nicht durchkommt. Schlechter Pass in den Lauf von Gentner auf Terodde. Also Terodde, ohne dass der jetzt wirklich viele Ballbesitz, Ballaktionen bisher hat, gefällt mir bis dato ziemlich gut. Der macht super Laufwege. Macht das bisher richtig, richtig stark. Das Einzige, was fehlt, sind die Pässe, die noch nicht ankommen. Jetzt aufpassen. Bielefeld mit der Chance. Ulm! Die erste und auch die gefährlichste Chance im ganzen Spiel. Richtig gut gemacht, Bielefeld. Da durchaus mit der Möglichkeit, das 1:0 zu erzielen. Und dann schauen wir mal richtig blöd aus der Wäsche. Werner, vielleicht gibt es gleich den Gegenangriff. Gut dabei nach oben. Insua ist jetzt allerdings nicht so der Allerschnellste. Nochmal Werner, nochmal abgelegt. Terodde, nochmal gespielt. Nochmal Ofori. Nochmal nach unten. Gentner, Ofori. Wir finden die Lücke nicht. Wir finden bisher die Lücke nicht. Maxim auf Terodde. Der nach unten gespielt. Gentner wieder. Abgelegt. Terodde. Probiere ich es einfach mal aus der Distanz. Kommt auch nicht durch. Aber das ist das, was ich gemeint habe mit. Lasst uns erstmal gucken, wie ich hier spiele. Das ist das, wo du erstmal wieder so ein bisschen die Kniffe gegen die CPU rausfinden musst. Weil das ist gefühlt ein ganz anderes FIFA. Ob du online gegen Gegner spielst oder gegen die CPU. Noch dazu auf Legende. Aber das kriegen wir schon hin. Erster Spieltag, um Gottes Willen. Gut gemacht, Baumgartel. 2 Minuten gibt es nochmal oben drauf und die sind jetzt auch vorbei. Gehen wir rein in die Pause. 0:0 der Spielstand. Nach 45 Minütchen. Heieieiei. Hannover tut sich auch noch schwer gegen den KSC. Ich denke auch da hat man durchaus einen Sieg mit eingeplant. Wir können mal ganz kurz reinschauen in die Spielinfo. Super Passgenauigkeit, 94%. Bielefeld mit 93%. Der Schuss hat nicht mal als Abschluss gezählt da, komischerweise, die Top-Chance für die Arminen. Und wir, ja. Ich würde sagen, die etwas überlegenere Mannschaft. Aber wir haben uns ein Tor noch nicht wirklich verdient. Wir haben uns ein Tor noch nicht wirklich verdient. Müssen erst dann noch ein bisschen reinfinden. Bielefeld jetzt auch mit dem ersten Wechsel. Direkt zur Halbzeit, gucken wir mal. Wird da bestimmt gleich eingeblendet werden. Oder auch nicht. Doch, Görlitz kommt rein für Hämlein bei den Männern in Blau. Ofori, gut dabei nach oben. Da ist Gentner rübergelegt. Maxim. Ja, probiert es nochmal mit einer Ballrolle. Verschafft sich so ein bisschen Platz. Gentner. Sieht Maxim. Maxim, er macht ihn. 1:0. 49. Minute. Alexandru Maxim. Der Mann, dem nicht immer das Vertrauen geschenkt wurde in letzter Zeit. Macht das 1:0. Super laufig. Genialer Ball von Gentner und Maxim lässt sich nicht zweimal bitten. Ganz, ganz wichtig, direkt nach der Pause die 1:0-Führung für den VfB Stuttgart. Torhymne ist erklungen, wenn ich sie eingefügt habe. Und Maxim mit dem ersten Tor, mit dem ersten Pflichtspieltor sozusagen unter dem neuen Coach unter Badeschlappen. Überragend. 1:0, wie gesagt, ganz, ganz wichtiger Zeitpunkt hier.
das Tor zu machen. Ne? Jetzt haben wir da ein bisschen mehr Ruhe. Jetzt können wir da ein bisschen entspannter das Ganze angehen. Bielefeld, die jetzt natürlich kommen müssen. Bisschen aufmachen müssen mit dem neuen Görlitz. Oh, Insua gefällt mir bombastisch. Also wie der seinen Körper in die Zweikämpfe stellt. Absolut genial. Ofori, schauen wir mal, dass da oben einer läuft. Großkreuz, schön den Mitspieler mitgenommen. Sadio Mané. Sadio sag ich schon wieder. Carlos heißt der, glaube ich, ne, der gute Mann. Terodde. Guter Ball, bisschen unstrukturiert da hinten die Abwehr. Da ist die Chance. Werner, abgelegt. Keiner kommt den Schub an, der den dann gerade so klären kann. Und der Ball ist sogar noch im Spielfeld. Super runtergestoppt von Görlitz. Bielefeld nochmal in Ballbesitz. 55. Minute, Jungs. Wäre das ein wichtiger Sieg. Spielerisch ist das ordentlich. Higuain übrigens bei Juve, aber das ist nichts Neues, wie wir es da oben sehen. Spielerisch ist das okay, was wir machen. Uns fehlt noch so ein bisschen diese letzte Konsequenz. Oh, das war stark gemacht. Aufpassen, Bielefeld mit der Flanke. Klos! Er macht den rein. 1:1. Fabian Klos mit dem Tor. Und das darf so nie passieren. Ich habe keine Ahnung, was unser Verteidiger da macht. Ich will den Ball nur wegköpfen. Stattdessen kann den Klos im Kopfballduell mit der Brust annehmen. Das sagt einiges. Absolut nicht gepasst da hinten in der Hintermannschaft. Längere kann da nicht mal eingreifen. Und auf einmal steht es 1:1, Jungs. Und alles ist wieder nicht ganz so geil. Und auf einmal müssen wir wieder doch nach vorne ganz, ganz viel tun. Bittere Pille hat sich eigentlich überhaupt nicht angedeutet, aber Bielefeld nutzt die Chance eiskalt. Also wenn Bielefeld mal vor gegnerischen Tor ist, dann wird es brandgefährlich. Jetzt Gentner. Abgefälscht. Hätte man nochmal spielen können. Terodde, der sich gut freigelaufen hat. Genau, ich wollte gerade sagen, 62. Minute. Wir gehen jetzt mal rein, wir wechseln. Bielefeld scheinbar auch nochmal mit der ein oder anderen Aktion. Brekalo nehmen wir rein. Oh, ich habe jetzt Stefania gar nicht mitgenommen. Ich Volldepp. Das war ein Fehler von mir. Özcan bringe ich nochmal für Ofori, auch wenn der ein gutes Spiel macht. Und ich bringe auch gleich den Asano, und zwar für Terodde. Nochmal den kleinen, schnellen, flinken Mann. Ich glaube, das spielt uns jetzt ganz gut in die Karten. Schauen wir mal, ob wir ein glückliches Händchen behalten. David Ulm raus, Manuel Junglas in der Partie. 63. Minute. Und wir jetzt mit einem kurzen Freistoß, Freunde. Da ist gleich mal der junge, frische, neue Brekalo. Der Ball kommt genau dahin, wo er nicht hinkommen soll, weil da niemand steht. Schade. Wir gehen ein bisschen auf Offensiver. Ich will hier die ersten 3 Punkte mitnehmen. Ich will hier nicht im ersten Spiel den ersten Punktverlust. Das muss absolut nicht sein. Aber aufpassen, Bielefeld, wie gesagt, wenn die mal vom Tor sind, das waren sie zweimal, dann wird es beide Male brandgefährlich. Machen wir eine ordentliche Partie. Klos, der Torschütze, wer auch sonst, hat das stark gemacht. Mani, so, jetzt haben wir Platz. Mani, der ist schnell, der Kerl. Mani, er legt ihn sich vor, kommt dann aber an Schupa nicht vorbei, der scheinbar auch nicht der Allerlangsamste ist. Das war nix. In die Mitte gelegt. Aufpassen, Schütz. Kommen wir nicht in den Zweikampf. Da kommt Dick über die Seite. Görlitz wieder Dick. 70. Minute. Bielefeld aufpassen auf Flanken. Ja, so halb gut geklärt. Alles unter Kontrolle. Özcan. Mané sucht den Doppelpass. Asano spielt ihn. Nochmal Mané. Legt ihn nochmal zurück. Guter Ball. Özcan. Schön nach unten gespielt. Spielt breit gemacht. Maxim auf Insua. Insua. Guter Ball, Asano kriegt den Ball nicht durch. Görlitz hat ihn wieder. Das wird noch ein ordentliches Stück Arbeit hier in den letzten Minuten. Bielefeld jetzt sogar mit der nächsten Konterchance. Schütz über die rechte Seite. Tom Schütz drauf da. Ich dachte schon, der macht jetzt Zeitspiel. Längere, gut aufgepasst. Maxim macht das gerade nochmal gut. Brekalo was. Mani. Guter Ball nach unten. Maxim, schön gespielt. Bielefeld macht auch so ein bisschen auf. Brekalo. Bielefeld mit einem super Zweikampf da. Hätten wir, glaube ich, aber auch gar nicht spielen dürfen, weil der Ball nie angekommen wäre. Waren wir ein bisschen zu langsam über den rechten Flügel. Schupan, langer Ball nach vorne. Die letzten 12 Minuten, Jungs. Die letzten 12. Und der KSC macht das 2:1 in Hannover. Also auch Hannover so ein bisschen am Straucheln. Krass. Die beiden Absteiger da. Da klappt noch nicht allzu viel. Brekalo, guter Ball nach unten. Come on. 81. Minute, noch ist nichts verloren. Nimmt hier einen Sieg mit. Egal wie, Hauptsache den Sieg. Asano, schön gespielt. Gentner, Özcan. Gut gemacht. Flanke kommt nicht so schlecht, aber Hiesl im Tor. Der darf die Hände nehmen und fängt ihn dementsprechend locker ab. Super gemacht von Klos. Also der Kerl ist auch eine absolute Granate. Schaut euch das an. Der behauptet den Ball so stark, um ihn dann noch ganz entspannt wieder zurückzuspielen und das Spiel aufzubauen. Richtig gut. Aber wir sind hoffentlich jetzt besser. Maxim. Guter Ball.
Asano allein auf weiter Flur. Guter Ball. Gentner. Nochmal Maxim. Gentner, da hat man leider den Falschen mit ihm. Der ist nicht so der Allerschnellste, um da mal schnell umzuschalten. Gentner nach oben gelegt. Da ist Mané, Mané, Mané. Gentner, Gentner! Nochmal abgelegt, Maxim. Und dann gibt's die Ecke. Riesenmöglichkeit in der 89. Minute. Die kann man durchaus mal nutzen. Wir bringen die Ecke mal hoch und schön in die Mitte. Asano! Asano! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Der Ball, er will nicht rein. Was ist denn erst für ein erster Spieltag? Noch ist nicht Feierabend. Baumgartl nochmal abgelegt. Nochmal Gentner. Nochmal Gentner. Abseitsposition von Asano. Und damit dürfte das hier gewesen sein. Was eine Schlussphase beim ersten Spieltag hier oder am ersten Spieltag in der zweiten Liga. Kriegen wir den Ball nochmal. Ihr habt es gesehen, ich bin auch sehr offensiv. Jetzt wird alles riskiert. Özcan, schlechter Ball auf Asano. Und dann ist es vorbei uns. Wir müssen uns leider Gottes mit einem 1:1 begnügen. Es hat nicht sollen sein. 1:1 zwischen Stuttgart und Bielefeld. Am Ende ein schmeichelhaftes Ergebnis für die Bielefelder. Wir hatten die Chancen, wir haben die leider nicht genutzt. Bielefeld dagegen eisekalt. Eisekalt. Vor der Kiste. Wir können uns nochmal ganz kurz die Höhepunkte anschauen, beziehungsweise vor allem das Tor durch Klos. Da kommen wir irgendwie nicht ins Kopfballduell mit Baumgartl. Schaut euch das an. Der Klos, der vernascht da den Baumgartl das gibt's keine Worte für. Altherren gegen Ronaldos ungefähr. Übertrieben gesagt. Krasser Scheiß. Müssen wir mitnehmen. Leider nur ein Unentschieden. Was willst du machen? Was willst du machen? Karlsruhe gewinnt gegen Hannover. Das schon mal in Anführungszeichen eine andere gute Nachricht. Also Hannover auch nicht unbedingt mit einem guten Start. Immerhin. Aber wir sollten größtenteils natürlich auf uns gucken und nicht irgendwo auf die ganzen anderen Gegner, was die so anstellen. Aber gut. Was willst du machen? Nix. Im nächsten Spiel punkten. Das werden wir versuchen zu schaffen. Wir gehen mal kurz rein. Ich werde alles mal simulieren. Will jetzt da nicht allzu viel Zeit beim Training nochmal verbringen. Weil wir uns nochmal ganz schnell um zwei Dinge kümmern. Grigic macht ordentlich Fortschritte. Und Nguyen geht hoch auf eine 67. Alter! Und macht nochmal den ordentlichen Schritt. Geht hoch auf eine 66 und macht einen ordentlichen Schritt Richtung 67. Sehr nice. Ich wollte mich nämlich jetzt um ein Thema kümmern. Zum einen der Jugendstab. Da werden wir mal gucken, dass wir wirklich schon mal eine Granate einstellen. Ludovic Aubert. Freundchen, ab dafür, her damit. Und dann will ich mir ganz gerne nochmal einholen, nämlich Tibor Biskup. Nehmen wir den Tibor Biskup. Ich denke mal, da kommen jetzt wahrscheinlich eh mal wieder die gleichen. Ja, gehen wir gleich mit zwei Scouts das Ganze an oder erstmal nur einen? Ich nehme mal einen, schreib mir mal rein, ob wir da noch einen zweiten mit reinhauen sollen. Ich werde jetzt erstmal in Deutschland scouten, ein halbes Jährchen, ab dafür. Aber schreib das mal gerne rein. Ich meine, Geld haben wir genug, eigentlich könnten wir da einen einstellen. Aber schreibt mir das erstmal gerne rein, ich warte es mal ab. Und zum anderen möchte ich nochmal kurz reingehen, das muss ich jetzt erst wieder finden, ja, in meine Scouts. Ist es hier? Ja. Da möchte ich nämlich mal den Auftrag ändern. Die werden wir alle mal löschen, ne? Und dann geben wir mal als Auftrag mit, das habt ihr mir nämlich mitgeschrieben. Jede Position, Attribute, Stammspielerqualität, Vertrag natürlich nur ein Jährchen. Und das Alter, ja gut, da müssen wir mal gucken, wie wir es haben wollen. Ich würde fast sagen, ihr habt mir mitgeschrieben, 16 bis 28, glaube ich, ich lasse das auch mal. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Dann hast du ein paar junge, ein paar ordentliche, ältere, erfahrenere Spieler dabei. Das passt. Heißt, so werden wir das Ganze mal angehen. Das Ganze dann für vermeintliche Wintertransfers und so weiter und so fort. Bin ich mal gespannt, was das bringt, Jungs. In dem Sinn, würde ich sagen, möchte ich gar nicht mehr großartig drum rumquatschen. Wir stehen schon wieder bei ja, einer knappen halben Stunde so ungefähr. Kriegen aber nochmal ein Angebot für Matthias Zimmermann. Der FC Basel kommt da auf uns zu. Ist, glaube ich, eine ordentliche Geschichte. Werde ich mal verleihen, den guten Mann. Darf da mal ein bisschen Spielpraxis sammeln. Das passt soweit. Spieler auskuriert. Ginczek darf wieder zumindest am Training teilnehmen. Auch das ist schon mal eine ganz gute Nachricht. Damit wir da wieder Optionen haben. Crystal Palace holt Oguzhan Özyakup für 23 Millionen Euro. Nicht schlecht. Die Premier League gibt mal wieder Millionenhaus. So, Stuttgart der neue Held. Wer steht da mit dabei? Der Werner. Der Werner ist der neue Held. Interessant. Und wir haben das Angebot für Florian Klein von den Mainzern. 1,9 Millionen wird da geboten. Ne? Ich gehe mal hoch auf 2,4. Machen wir mal ein Gegenangebot. Schauen wir, was die Jungs da sagen. Und dann treffen wir uns vielleicht irgendwo so grob in der Mitte. Ist jetzt keine Granate, aber ich glaube, das ist ein ganz gutes Gegenangebot, was man da mal mit abgeben kann. In diesem Sinne, gucken wir nochmal ganz schnell auf die Tabelle. Nicht wirklich aussagekräftig wie auf 11. Mit einem Sieg können wir hoch bis auf 2 aktuell sogar. Je nachdem, wie die anderen alle spielen.
Und ja, damit war es das erstmal für heute, Jungs. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich sehr drüber freuen. Wenn ihr noch ein bisschen Bock habt auf einen Livestream, dann schaut später vorbei. Ab ca. 16 Uhr bis in die Nacht hinein werden wir ein bisschen Foot Champion spielen. Link dazu in der Bio, wie auch zu allen anderen Geschichten. Schaut da vorbei. Ich bin erstmal raus, wünsche euch ein schönes Restwochenende und wir sehen uns. Macht's gut. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.